sehr geehrte damen und herren! als mitglied sowohl der palästina wie auch der israel delegation begrüße ich dass sich das parlament zu diesen inakzeptablen israelischen razzien auf zwei fernsehstationen in ramallah äußert. ramallah möchte ich noch einmal in erinnerung rufen befindet sich in der zone a des westjordanlandes das heißt dem kleinen gebiet das überhaupt von den palästinensern selbst verwaltet werden darf. das heißt es gibt keine rechtliche grundlage in keinem abkommen für eine solche aktion noch dazu ohne ankündigung der israelischen behörden. neben der tatsache dass diese aktion gegen die freie meinungsäußerung und gegen die informationsfreiheit gerichtet war haben wir es hier mit einem weiteren beispiel von illegaler zerstörung palästinensischen vermögens durch die israelische besatzungsmacht zu tun die von israel stereotyp als sicherheitstechnisch notwendig verteidigt wird was sie aber nicht minder illegal macht nach internationalem recht. zerstörung von trinkwasserbrunnen und energiequellen fast wöchentliche zerstörung von landwirtschaftlichen nutzflächen und olivenbäumen und nicht zu vergessen der andauernde abriss hunderter palästinensischer wohnhäuser unter anderem auch in jerusalem. besonders ärgerlich die israelischen behörden machen auch keinen halt vor der zerstörung von infrastrukturprojekten die von der eu oder deren mitgliedstaaten finanziert worden sind. unter anderem war zuletzt bei uns im spiegel zu lesen dass gerade wieder mit deutschen steuergeldern finanzierte solaranlagen abgerissen werden. danke schön!